Guten Morgen zu diesem Hopecast der Vineyard Bern, heute Mittwoch, den 8. April. Schön bist du auch dabei. Ich bin der Philemon Moser, ich leite die Bereiche Dan, Barmherzigkeit und Mission der Vineyard Bern. Dazu schreibe ich jede Woche einen Blog und da versuche ich, gute Worte, Wahrheiten des Himmels zu säen. Und um das geht es heute auch. Wir haben uns die letzten zwei Tage beschäftigt mit der Frage, wenn Gott schweigt und nicht spricht. Auch zum Thema Sounds, Klänge des Himmels, wenn Gott sehr laut ist. Heute das Thema, finde Gottes Stimme in deiner Stimme. Wir wissen vom Körper, der Ton macht die Person. Wie wir auf andere wirken und wie andere auf uns reagieren, hängt von unserer Stimme ab. Unsere Stimme verrät Gefühle, Absichten. Die Zuhörer reagieren intuitiv sehr schnell. Manchmal bilden sie sich was ein, was sie gehört haben, aber sie bilden ein Urteil über unseren Charakter. Ein Stimmtrainer beginnt mit vier Elementen. Nein, wir beginnen mit einem Zitat. Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Wir kleiden unsere Gedanken mit der Sprache. Bei mir vielleicht mehr auf Englisch und Berndeutsch. Aber es geht ja nicht um welche Sprache, sondern schlussendlich um die spirituelle Frage der Sprache. Die Lautstärke, wie laut sprechen wir? Eine kräftige, aber nicht zu laute Stimme ist ein Zeichen von Vitalität, Dominanz. Eine leise Stimme kann angenehm empfunden werden, aber wirkt nicht so bestimmt. Eine übermäßige Lautstärke wird dagegen als unkultiviert oder vielleicht wird sie als Bedrohung interpretiert oder sogar gebraucht. Wenn wir schreien und jemand warnen, ihm von einer Bedrohung aufmerksam zu machen. Die Tonhöhe überrascht uns auch manchmal. Wenn wir besonders höflich sein wollen, ändern wir die Tonhöhe oder in einer Frust- oder Stresssituation ändert sich die Tonhöhe. Er schreibt sogar, wenn die Tonhöhe häufig variiert, wirken wir kompetenter, wohlwollender, selbstbewusster, extrovertierter. Bleibt die Tonhöhe aber immer gleich, wird der Sprecher als etwas negativ eingeschätzt. Es gibt noch vieles mehr, ein Flüstern, ein Hauchen, ein Kommandieren, ein Knarren. Flüstern kann auch eine große Wirkung haben. Ich ziehe mich zurück, ich beanspruche keine Autorität. Als Folge werden wir dann ignoriert. Oder wenn wir während dem Satz leise werden, dass wir von etwas uns vorbeugen müssen, wir wollen etwas verstehen oder wir drücken ein Geheimnis aus. Das Knarren kann auch mit Gelassenheit assoziiert werden. Nun, die spirituelle Stimmlage, wie ist die? Wie ist deine spirituelle, individuelle Stimmlage? Forscher sagen, die Stimmlage ist eigentlich so individuell wie ein Fingerabdruck. Lass uns mit einer Geschichte beginnen. Es kam der Tag, da sagte das Zündholz zur Kerze, ich habe den Auftrag, dich anzuzünden. Oh nein, erschrak die Kerze, nur das nicht, wenn ich brenne, sind meine Tage gezählt, niemand wird meine Schönheit mehr bewundern. Ja, das Zündhaus fragte, aber willst du denn dein Leben lang kalt und hart bleiben, ohne zuvor je gelebt zu haben? Ja, nein, aber brennen tut doch weh und zerrt an meinen Kräften, flüstert die Kerze unsicher und voller Angst. Es ist wahr, entgegnete das Zündhaus, aber das ist doch genau das Geheimnis. Unsere Berufung, wir sind berufen, Licht zu sein. Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich dich nicht an, so verpasse ich den Sinn meines Lebens. Ich, als Zündholz, bin da, Feuer zu entfachen. Du,
auf der anderen Seite. Du bist eine Kerze. Du sollst leuchten und Wärme schenken. Alles, was du an Schmerz und Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt in Licht. Du gehst nicht verloren, wenn du dich verzehrst. Andere werden dein Feuer weitertragen. Nur wenn du dich versagst, wirst du sterben. Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller Erwartung: Ich bitte dich, zünde mich an. Ein schönes Bild, berufen, Christus in uns Feuer zu entfachen. Auch mit unserer Sprache. Jesus sagt in Matthäus 17,20: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen: Bewege dich von hier nach dort, und er wird sich bewegen, und nichts wird euch unmöglich sein. David aus den Psalmen, wie wir ganz viele hören zur Zeit, hatte tiefe Einsichten in die Geheimnisse Gottes. Er spricht von einer anderen Stimme, besonders im Anfangsvers von einem Psalm. Demnach kann man Gott auch jenseits von expliziter verbaler Offenbarung erkennen. Das Motiv von Wort, Rede, Sprechen spielt aber eine besondere Rolle. Die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen, und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und dennoch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Genauso wie in der Geschichte von der Kerze und dem Licht. In der Bibel wird aber auch sehr viel verbal ausgesprochen. Lass dir die Worte meines Mundes gefallen und das Sinnen meines Herzens gelangen zu dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Eine sanfte Zunge ist ein Baum des Lebens, eine falsche aber bricht den Lebensmut. Weitere Bibelverse: Was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Gottes Wort in Autorität aussprechen. Das Wort Autorität leitet sich vom Wort Autor ab. Die Autorität eines Werkes entspricht der Autorität seines Autors. Der Autor gibt dem, was er produziert, die Autorität. Paulus war auch so einer, der hat mit Autorität gesprochen. Nicht von ihm aus, sondern gefüllt mit der Autorität Gottes. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift: Jeder, der ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn, und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aus Römer 10,10. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Wohltuende Worte, das brauchen wir. Auch in dieser Krise, Worte der Ermutigung. Petrus geht weiter und sagt: Achtet auf eure Zunge. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand noch etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst von denen, die sich gegen euch stellen, und lasst euch nicht einschüchtern.
Noch ein Vers: Darum, was ihr in der Finsternis sagt, wird man im Licht hören, und was ihr ins Ohr flüstert in den Kammern, das wird man auf den Dächern verkündigen. Nochmals, darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören, und was ihr ins Ohr flüstert in den Kammern, wird man auf den Dächern verkündigen. Zurück zur Geschichte, wo bist du, ein Zündholz? Wo kannst du andere mit guten Worten Gottes anzünden? Wo bist du die Kerze und verbreitest Licht und bringst andere zum Leuchten und schenkst ihnen Wärme? Ich ermutige dich, besonders in dieser Zeit, gute Worte zu säen. Worte, die Leben schaffen. Worte, die segnen und ermutigen. Ich schließe mit einem Segnungsgebet. Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle dein Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste, Stille, frisches Wasser, neue Hoffnung. Er gebe uns allen immer wieder neue Kraft, die Hoffnung, ein Gesicht zu geben. Es segne dich, der Herr. Amen. Dieses Zitat ist aus Afrika. Nun, ich wünsche dir ganz einen guten Tag, mit guten Wort, mit viel Segen für Leute um dich herum. Tschüss zusammen, ciao.